kaufen kannst. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, stehen Stufe 2 Upgrades zur Verfügung, mit denen du deine Stufe 1 Wagen verbessern kannst. Scheiße, ich habe meine ganze Kohle bereits aufgegeben. Wenn sich dein Fahrkönnen verbessert hat, kannst du in den Gameplay-Option einen höheren Schwierigkeitsgrad einstellen. Dankeschön. Was für eine komische Strecke ist denn das? Ist ziemlich gut. Du entwickelst deinen eigenen Fahrstil. Steht der kleine Troll. Jetzt musst du dein Talent auf anspruchsvolleren Strecken zeigen. Auf der Motorhaube mit dem Vorschlaghammer. Und zertrümmert alle Autos, die vor. Alle Autos, die vor mir fahren. Gleichen Chancen für jeden. Ich kann so nicht arbeiten. Der quatscht ständig in mein Let's Play. Das ist eine Frechheit. Als nächstes kommen ein paar Drift-Events. Dafür müssen wir noch einen Wagen tunen und vorbereiten. Du musst jetzt vielseitiger sein und dich auf verschiedene Renntypen einstellen. Jetzt, wo du den Sprung geschafft hast, werden wir stärkeres, leistungsfähigeres Material bekommen. Okay, machen wir den Wagen fertig, damit du wieder auf die Strecke kommst. Ja, sehr schön. Wagenduell. Gemischtes Event. Und? USA, Japan, Europa. Wo fahren wir denn? Wo fahren wir denn? Car Battle. Mixed Event. Was kriege ich hier? Bei den berühmt-berüchtigten Wagenduellen treten zwei Hersteller gegeneinander an. Vor dem Start des Rennens musst du dich entscheiden, welchen Wagen du fahren willst. Du musst 2 von 3 Rennen gewinnen. Der Gewinner bekommt alles. Okay. Porsche gegen BMW. Ja, ganz klar, BMW ist der Gewinner. Car Battle, Wagenduell. Wäre nett, wenn der schwarze Balken da oben nicht wäre. Und alles verdeckt. Audi gegen BMW. Auf. Okay, das Fahrerduell ist der ultimative Gladiatorenkampf. 2 Fahrer treten an, du musst 2 von 3 Läufen gewinnen. Ihr beide seid abwechselnd Führender und Verfolger. Okay. Als Führender musst du eine Runde vorn bleiben oder 5 Sekunden Vorsprung herausfahren. Als Verfolger musst du den Führenden überholen und 5 Sekunden Vorsprung rausfahren oder als Erster durchs Ziel fahren. Gibt es einen entscheidenden dritten Lauf, startet ihr nebeneinander. Wer zuerst im Ziel ist oder 5 Sekunden Vorsprung hat, gewinnt. Okay. Der M3 gegen den RS4, das wird ein tolles Duell. Triff deine Wahl. Leistungsstatistik. 414 PS bei 1,68 Tonnen. Mhm. Gegen... Würdest du jetzt... M3 gegen den RS4, das wird ein tolles Duell. Triff deine Wahl. Jetzt haben wir den Audi, hallo? 420 PS. 429 Newtonmeter. 399 beim BMW. Das ist natürlich schön, ne? Der hat mehr Power wie ich. Was soll das? Er ist sogar leichter wie ich. Frechheit. Ich fahre aber trotzdem BMW. Freude am Fahren. Ein Kampf, bei dem sich 2 Fahrer als Führender und Verfolger abwechseln. Und 2 von 3... Ach, hervorragend. Toll, leck mich doch. Haben sie mal unterschiedliche Sprüche drauf, aber... 2 Sekunden noch bis zum grünen Licht. Denk dran, hol 5 Sekunden Vorsprung auf ihn raus oder fahr als Erster über die Linie, okay? Alles klar. Na komm, mein Freund, komm. Hier bin ich. Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Ich bin schneller wie du. Ja, man muss den Gegner... fertig machen. Oder ins Ziel fahren. Wenn man nicht abschütteln kann. Oder wie sehe ich das? Geh weg. Das ist mein Auto. Nicht deine Garage. Das ist gut für den Lack, würde ich mal sagen.
Besonders links sieht der Lack jetzt besonders gut aus. Und nochmal links reinfahren. Jawohl, richtig schön an der Leitplanke entlang schrammen. Die Kiste fährt sich wie ein Einkaufswagen. Mal gucken, ob ich den Kollegen dazu reden kann, mich vorbeizulassen. Der kleine Troll auf der Motorhaube sorgt dafür, dass ihm einen Vorschlag haben wir natürlich. Hallo mein Freund, wie sieht's denn aus? Lass du mich vorbei? Ganz verstanden habe ich das schon, ja klar, aber irgendwie funktioniert das bei mir nicht. Gut, ciao. Ach so, das ist ein Blitzlicht. Ich dachte, da steht einer in D und schießt auf mich. Wo ist eigentlich das Ziel? Wie weit müssen wir eigentlich noch fahren? Wie schnell fahren wir eigentlich? 200? Ja. Wie schön, dass das Auto von alleine bremst. Brauche ich gar nichts machen. Einfach nur auf dem Gas bleiben. Du Nase, geh mal weg hier. Geh weg. Hau ab. Weg. Pfui. Wie, wo ist er denn eigentlich? Da ist das Karussell. Mann, oh Mann, oh Mann, der war gerade irgendwo kennt und... Was? Ich hab gewonnen? gewonnen. Oh, ich habe schon gedacht, ey. Craig Oliveira. Oliveira, kommt mir bekannt vor. Nein, wir wollen es dann nochmal angucken. Nein, bitte. Ich will mir das nicht nochmal antun. Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3 und Stufe 4 arbeiten. Müssen wir uns durcharbeiten. Alles klar. Ich dachte, wir müssen uns durchfahren. Aber auch nicht schlecht. Denke ich nochmal ein Cappuccino. Also wie beim letzten Mal, komm als erster ins Ziel oder fahr 5 Sekunden Vorsprung raus. Alles ja, müssen wir ja erstmal einfahren mit der Kiste hier. Grün, los, los, los. Yeah, da kommt richtig Feeling auf. Wenn man unten an der Achse klebt, sieht, wie man gerade über die Grasbüschel fährt, die man nicht rauchen darf. Nein, nein, nein! So kriegst du mich nicht. Nein! Das kannst du knicken, ey. Er friert die Höllen zu und der Teufel friert sich die Eier an seinem Thron ab. Und der Weihnachtsmann verknüpft das Christkind. Während der Osterhasen mit seinen Pumpen Eiern spielt. Ich hab ja nicht einmal Nord, was eine Frechheit ist das. Aber schön im roten Bereich fahren. Hallöchen, ich bin da. Hab ich dem Audi-Fahrer gleich mal gesagt, dass ich von hinten da bin, haben wir angeklopft am Kofferraum. Er hat auch schon Platz gemacht, hat mich rechts vorbeigelassen. Finde ich ehrlich gesagt. Ziemlich freundlich von dem Autofahrer, Audi-Fahrer kann man fast schon sagen. Bleib da, Teufel Elend.
fast 2 Sekunden haben wir rausgeholt. Würdest du vielleicht wieder auf die Straße zurück? Ich meine, ich mag Gras, ne? Aber nur rauchen. Aber Gras fahren ist eigentlich nicht meine Stärke. Na komm, mein Freund, komm. Kommen wir noch etwas näher. Reinfallen. Jetzt müsste Karussell kommen, oder? Du rückst mich nicht, du Pfeife. Lass es ziehen. Naja. Guck, schau, seine Heckscheibe ist kaputt. Und der Audi-Fahrer hat schon wieder verloren. Eine Runde Mitleid mit dem armen Typen. Wie viel Kohle habe ich gekriegt? Oh, seltsam. Okay. Und wir sind aggressiv wahrscheinlich gefahren. Bis zum geht nicht mehr. Wahrscheinlich. Ne, Präzision. Okay. Oh, Level. Sehr schön. Was sind das eigentlich? Ein Feuerschlauch? Akira. Ja. Neue Einladungsevent. Nee. Danke. Das wollen wir uns nicht nochmal. Nee. Einladungsevent. Schauen wir später mal. Der 350Z33 gegen den Honda S2000. Honda und Nissan treten bei diesem Wettkampf gegeneinander an. Und wir haben die Chance, den S2000 oder Honda. Den 350Z zu fahren. Sag ich doch, Honda S2000. Und den 350Z von Nissan, jawohl. 306 gegen 247. Entschuldigung, mein Fehler. Welchen nehme ich denn? Ich nehme, glaube ich, den Honda. Oder vielleicht doch den Nissan? Würdest du vielleicht letztendlich immer. Okay, in grün. Warum überwische ich eigentlich immer grüne Autos? Froschgrün. Warum? Was habe ich getan? Um eine Kurve zu meistern, sind 4 Dinge erforderlich. Ein Lenkrad, ein Gaspedal, ein Reifen, ein Auto. Ja, das ist... Oder vielleicht ein Fahrer, ein Hirn, Führerschein und ein Auto. Denkt dran, hol 5 Sekunden Vorsprung auf ihn raus oder falls erster über die Linie, okay? Ja, ist gemacht, Chef. Ich mochte schon. Ich versuche das zu machen, irgendwie. Irgendwie werde ich schon hinkriegen, so wie auf der Wiesen hier. Außer, dass ich blau bin. Nee, grün. Aber ich fahre gerne über grün. Wie man sieht. Hey! Fährt ihr mir hinten drauf? Der Gegner liegt in Führung, ne? Und das ist doch mir wurscht. Da kommt eh nicht weit in seiner Gammelkurve. Würdest du vielleicht entweder mal Gas geben? Der Gegner ist vor mir im Ziel. So eine Sauerei aber auch. Okay. Da ist das Ziel. Sehr schön. Ich habe verloren. Nochmal. Ich meine weiter. Natürlich weiter. Wir haben ja 3 Runden von daher gesehen. Müssen wir jetzt noch 2 fahren? Häng dich bei hohem Tempo hinter deinen Gegner und nutze ihren Windschatten. Du kannst ja auch ein langes Seil kaufen und dich unter das Dach hängen. Okay, gleich geht's los. Also, wie beim letzten Mal. Komm als erster ins Ziel oder fahr 5 Sekunden Vorsprung raus. Alles klar? Natürlich, mach ich.